Andere Länder, andere Fritten. Gut. Okay. So, und jetzt machen wir den andere Länder, andere. Machst du. Ich hätte ja gerade diesen tollen Auftritt hier. Andere Länder, andere. Läuft? Läuft weiter. Andere Länder, andere. Nein, nochmal. Nein, nein, das musst du. Nee. Du sagst andere Länder, andere. Ja, genau. Ach so. Dann mache ich so, ne? Mhm. Andere Länder, andere. Ja, und wo ist das? Hm? Ach, du hast gar keinen Sender. Nein, ich kann doch nicht. Hm? Du bist in Frage. Ne? Andere Länder, andere. Cool. Und dann können wir auch den einen machen mit andere Länder, andere. Das suggeriert ja nicht. Ja, damit wir wenigstens eine gleichberechtigte Linie da haben. Oder soll man es nicht machen? Na gut, was kann man noch mit den beiden machen? Was kann man noch damit machen? Eigentlich sind die so hässlich. Komm, nächste Fritten. Nochmal. Nee, man kann ja auch mit Spanien. Andere Länder, andere. Heute Spanien. Ja, gut. Andere Länder, andere Fritten. Gut. Obwohl ich finde, soll man nicht so mehr steiler nach vorne? Ja, gut, machen wir nochmal. Mach noch einen. Halt die Klappe. Andere Länder, andere Fritten. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Sternzeichen. Gut. Du kannst dir dieses Hütchen lustig anziehen. Einfach übers Gebäck. Ja, oder wir machen ein Zweier. Komm, tu das weg, du kriegst auch einen. Wir machen ein Zweier. Ja. Ständer ist ja Plural. Ja, dann Tisch weg. Dann muss es richtig ordentlich sein. Also, die. Den zu weg, ganz weg. Ganz weg. Damit wir von der Fritten runter sind. Du hältst es so und stülpst es dann mit einem gekonnten. Nein. Hans, nicht hintenrum. Das ist kein Spaß. Also, wir machen ernste Unterhaltungssendungen. So kriegst du nie einen Oscar aus der Sesamstraße. Andere Länder, andere Ständer. Und gut. Und okay, weg. Jetzt können Sie bringen. Und jetzt bringen wir ein Ständchen. Und nun bringen wir Ihnen ein Ständchen. Das ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Oder? Nee, das ist eigentlich gut. Zeigen wir, was wir haben. Psst. Hallo. Gelegenheit macht Hiebe. Gelegenheit. Das ist nicht echt. Nein, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, jetzt kommt von dir der ganze Spruch. Gelegenheit macht Hiebe. Nee, er meint nur Gelegenheit. Er macht Gelegenheit, macht Hiebe und ich sage Gelegenheit. Na gut. Ja. Machen wir es an einem Stück mit einer kleinen Pause dazwischen. Und dann ruhig ein bisschen, ne? Also nicht festhauen, aber du brauchst auch... Also ja, okay. Gelegenheit macht Hiebe. Gelegenheit! Reicht doch. Fantastisch. Brust oder Keule? Brust oder Keule? Leg ich deine weg, fragst mich Brust oder Keule? Ich sage Keule und er... Okay. Wo hätten wir es denn gerne hin? In die Magen gehen? Am schönsten wäre, wenn ich so haue und du so nach vorne kippst. Ja, genau. Und dann und legen wir noch Kopf in der Nachbearbeitung dieses Tonk wieder nach. Ja. Wird bei mir am Tisch auch. Okay. Ne? Mhm. Brust oder Keule? Keule. Scheiße. That's the sound that makes the world run. Das machen wir nochmal. Und komm mal, hier eine Markierung. Nein, du bist aber, ich denke, du ich hab mich fährst da noch ab. Ich hab mich verschätzt. Da brauchen wir nicht mehr lassen. Okay, nee, können wir so lassen. Okay. Ich habe aber Spaß daran. Nein, nicht zu oft. Nachher kriegst du dann okay, noch gestorben. Anstellen. Die Nummer ist gegessen. Wir sprengen den Rahmen.
war doch prima. Wunderbar. Timing gut, alles wir prima. Wir sprengen noch einen Rahmen. Was wollen wir jetzt sagen? Wir sprengen schon wieder einen Rahmen. Den Rahmen. Sag, wenn er okay ist. Ja. Läuft? Läuft. Wir sprengen schon wieder den Rahmen. Ja, typische Kurzschlusshandlung. Ja. Was? Wir sprengen schon wieder den Rahmen. Wir sprengen schon wieder den Rahmen. Und was war der dritte? Ja, stimmt. Moment, Stühle. Beamte ist immer im Sitz. Und Sie haben immer eine Kaffeemaschine. Beamte haben immer viele Kisten. Also, drück mal drauf, auf die Hand. Ja, das ist hier die Kante scharf. Wenn ich genügend drücke und die nächste fest reinhaust. Ja, gut. Scheiße. Nee, das ist okay, das kann ich verknusern. Das kann doch gut. Ich habe nur einmal eine Gitarre um den Finger gehabt. Du sagst einfach nicht Beamte, sondern du sagst Stempelkiste. Ja. Und ich. Stempelkissen. Du musst mit mehr Schmackes. Ja? Ja, du kannst ja abbremsen. Nee, da ist die Kartoffel, das ist eine scharfe Kante. Dann machen wir das mal. Dann mach doch hier nur so. Brauchst du nicht in der Mitte? Ja, doch, die Hand ist doch schön, wenn die unter dem Stempel ist. Stempelkissen. Ich muss dann schon mal. Ich traue mich nicht, das jetzt auch. Aber mach mal umgekehrt, du legst deine Hand. Ja, ja. Ah, gut, dann machen wir es einfach mal ohne. Ich mach den hier, du sagst Stempelkissen und du haust dann voll mit Schmackes drauf. Ich genau, zieh die Hand vorher weg. Und Achtung! Stempelkissen! Das war doch gut. War prima. Dieser Stempel ist zumindest schon mal hin. Nee, der kann man nicht. Also. Okay, machen wir noch eine zur Sicherheit. Eine zur Sicherheit. Stempelkissen! Mittagspause für Heinzel vorbei? Nein. Nee, Mittagspause vorbei. Ja, genau. Das kann man ja auch mit Skype machen. Mal Beamte. Beamtensitz. Beamtensitz. Eins. Ende der Mittagspause. Cool. Ja. Cool. Teilen wir uns die Köpfe so. Gut. Läuft? Jetzt sage ich einfach nur Ende der Mittagspause, ne? Ende der Mittagspause! Hey. Haben wir genug Fleisch? Nicht wieder ganz einschlafen. Also nochmal? Ja, ich finde das schön. Den könnte ich schon. 21, 22, 21. Ende der Mittagspause. Fertig. Und jetzt liegen wir alle so auf dem Kissen und dann ruft einer Feierabend. Gut. Ich rufe dann hier Feierabend. Mhm. Feierabend! Das war nicht laut genug. Da müssen wir aber eigentlich dann auch aufstehen. Wir müssen aufstehen und weggehen. Und zwar sprungartig. Ja, so beim Feierabend. Ding, drup. Ja. Das ist Feierabend und dann schnell durchlaufen. Ja. Klasse, ja. Machen wir. Ja. Feierabend! Schön. Ist das blöd. Bernd? Na gut, okay. Ja? Ausgangsstellung? Ja, aber Ausgangsstellung muss ja sein, dass ich einmal so sagen kann. Ja, ja. Beamtenlaufbahn.
und Fluss. Das ist schön, wie das immer. Beamtenlaufbahn. Dieser Stress.